Venus Absturz ist leider kein Einzelfall. Studien zeigen, dass ein erastisches, autodestruktives Verhalten ein sehr häufiges, postkommotionelles Syndrom ist und sich noch viele Jahre danach an einem Primärtrauma manifestieren kann. Ich habe auch Erschütterungen erlitten, Bones. Ich war von derselben Explosion betroffen wie ihr. Ja, das hattest du bei deinem Hirntumor erwähnt. Mir sind auch die MRTs deines Cerebellums sehr vertraut. Ich mache mir keine Sorgen um deine geistige Gesundheit. Ich hätte ihm helfen müssen. Vielleicht. Aber das ist Vergangenheit. Wenn du nach vorne siehst, kannst du nur eins für Auto tun. Wenn du meinst, ich soll mir selbst vergeben, das kannst du dir sparen. Vergebung wäre ineffizient. Gut, was dann? Was funktioniert? Rache. Sowas mache ich nicht. Es gibt Regeln. Du befolgst doch diese Regeln. Sein Mörder der gerechten Strafe zuzuführen, ist anthropologisch betrachtet eine Form der Rache. Du hast einen Verlust erlitten. Den Täter für diesen Verlust büßen zu lassen, wird helfen. Tja, das will ich hoffen, Bones, denn im Augenblick fühle ich mich echt beschissen.